Eins. Ich nehme auf, ich nehme auf. Alles klar. Ich bin drauf, ne? Ihr seht mich. Winkt mal, liebes YouTube. Ich habe keine Ahnung, was Droggelbecher ist. Warum schauen wir jetzt alle Droggelbecher hier rein? Okay, Chat. Ja, voll kacke. Ich habe irgendwie eben vergessen, Poki drucken zu können. Sollte ich dann nochmal in den Raum reinkommen? Lieber Chat, erinnert mich dran. Ich muss Poki da drücken. Ich muss ihn anpoken. Ja, toll. Das Objekt, was hier liegt, kann ich natürlich nicht benutzen. Der ganze Chat ist randvoll mit Droggelbecher. Okay. Oh, da ist ein Droggelbecher tatsächlich. Lol, steht da. Okay. Aluman, Regal. Wir reden erstmal mit allem. Okay, wir reden mit dem Regal. Ich verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Okay, hab ich ein Telefon? Da kann ich hingehen. Aber ich hab einen Aluman. Oh geil, ich kann mit Aluman reden. Nice. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Wow! Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Tunnelverlies. Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ungluh. Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Harry! Ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem komischen Quifluss. Ich bin schon weg. Ich komme offensichtlich ungelegen. Alles klar. Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugnul. Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Verdammt! Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Mach dich nicht lächerlich. Deine Aura ist grün und saftig wie die Auenland-Sequenz in Herr der Ringe. Dr. Marcells Aura hingegen ist mehr wie einer dieser vertrockneten Büsche, wie sie im Western durchs Bild geweht werden, wenn gezeigt werden soll, dass die Stadt verlassen ist. Guter Vergleich. Na also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin deine Cousine Betty. Howdy, ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Yo. Ich habe keine Cousine Betty in Australien. Warum nicht? Ich habe nur eine Cousine Rugnelda in Vladwakistan. Aber wenn die mich besuchen käme, dann wüsste ich das längst. Weil du durch ein kosmisches Band mit ihr verbunden bist. Ja. Erstens das. Und zweitens hört man die Tauben zu Boden plumpsen, bevor sie kommt. Okay. In Vladwakistan legt man nicht so viel Wert auf Hygiene, weißt du. Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Kann mal einer bitte nachgoogeln, ob es Vladwakistan wirklich gibt, lieber Chat? Aus Vladwakistan? Ich weiß nicht. Darum googelt's mal. Vielleicht ist es meine Herkunft. Wer weiß es, Sestrix. Schau mal nach. Sei ein guter Mod. Tu mal was. Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Fluss. Kommen wir das nicht alle? Ja, aber nicht alle benutzen einen Poloschläger, um sich frei zu paddeln. Du bist schon ein ulkiger Vogel. Also nochmal. Wer bist du und wo kommst du her? Vladwakistan. Wäre auch eine nette Idee. Okay, es scheint so, als müsste ich zugeben, dass ich Edna bin. Ich komme aus einem Turmverlies. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. War ich wirklich Turm oben? Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Nein. Halte durch, Edna. Ja. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Oh, wow, so viele Optionen. Wer bist du? Wie wär's denn damit? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde,
entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Okay. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Aha. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Die schützt vor Chlor. Was ist das? Blaues Licht? Was tut es? Blau leuchten. Erinnert mich da sehr stark dran. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen. Warum nicht? Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du. Okay. Kennt er den Weg raus? Wir fragen mal. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Da hat er recht. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Den Spruch muss ich mir das nächste Mal merken, wenn Schnitte wieder eine Zirade runterlässt. Hasse nicht. Hass ist nichts anderes als Liebe. Sei einfach. Okay, ich frage mal, ob ich den Kleiderbügel haben darf. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schade. Schnell, weißt du? Den kriege ich also nicht. Okay, da kann ich zweimal fragen. Wer wohnt in der Kissenburg? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Alter, warum so viel Text? Okay, Point and Click, ja, ich weiß. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung. Oh, das finde ich gut. Stark stromgenerierte Präkognition. Oh, der ist noch oder besser. Das Glück ist nicht immer mit dem Dummen. Nee, die stark kognische Präintegration. Nee, ist schon was. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Zu Recht ist er König. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal Verdammt. Beim Halma. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Verdammt. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Essbaren Gold wahrscheinlich. Kennt ihr immer noch diese geilen Goldmünzen mit Schoko-Karamell-Füllung? Wahrscheinlich genauso eine. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Bienenmann? Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet.
Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Geil. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze. Nein. Vom Munde abgespart finde ich übrigens ein sehr schönes Wortspiel, weil er ist ja auch ein Patient und er musste die Pharmaka ja in den Mund tun und dann nachher wieder raustun. Also vom Munde abgespart finde ich tatsächlich ein sehr amüsantes Wortspiel in dieser Hinsicht. Sprechen wir über was anderes. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Falls ich noch eine Frage habe. Los. Nee, okay, wir haben ihn durchgequatscht. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Okay, mach ich. Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch ein Sofa. Schlaf, Edna, schlaf. Ich werde mit einem Mal so müde. Wir haben einen Drogelbecher. Okay, wir reden mit Drogelbecher. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Wie war's? Der ganze Chat. Drogelbecher. Drogelbecher. Sagt er jetzt eigentlich nur die ganze Zeit Drogelbecher? Oder ist das der Wortwitz? Nee, da muss doch noch mehr hinterstecken, oder? Drogelbecher! Jetzt mal ernsthaft, Leute. Das wird hoffentlich irgendwann nochmal aufgeklärt. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich, weil noch verstehe ich Drogelbecher nicht. Es werde Licht. Ja, dann wird's nicht, okay? Okay. Hier haben wir alles durch. Wir könnten immer noch Harvey benutzen. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich. Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Okay, ich frag da einfach nicht weiter nach. Okay, wir nutzen Harvey mit Drogelbecher. Ist Drogelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Okay. Der Witz kommt dann im speziellen Deponia-Modus. Okay. War das schon der Witz? Ja, ich hab's auch noch nicht ganz verstanden, Lasa. Aber vielleicht wird das noch ausgebaut. Guck mal, Harvey. Ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn mir mal das TFHSE ausgeht. Okay. Dir wird das TFHSE niemals ausgehen, was kleiner Kumpel. Was ist das TFHSE? Was ist das TFHSE, Chat? Was ist das TFHSE? In der Zwischenzeit benutze ich mal Harvey mit Aluman. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Warum haben wir nicht so ein cooles Outfit? Ich weiß nicht. Vielleicht hat es was mit Würde zu tun. Verstehe. Würde er uns verraten, woher er das ganze Aluminium hat, dann würden wir auch so rumlaufen, richtig? Konjunktivus fatale. Konjunktivus fatale. Großartig. Okay, ich muss einmal Comic-Heft mit Drogelbecher benutzen, es tut mir leid. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Drogelbecher. Ach so. Drogelbecher. In der kurzen Zeit? Drogelbecher. Wow. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Nicht mal mein Schlippi beeindruckt dich? Okay, wir hauen mal Poké an, oder? Spezial-Let's Play Drogelbecher, was? Ja, danke dafür, Sattel. Okay, wir hauen mal Poki an. Poki, hilf mir mal. Drogelbecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Drogelbecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das ist halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Drogelbecher ein und freue mich dann immer zu sehen,
dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Nachricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Troggelbecher Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Troggelbecher. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. Oh. In diesem Sinne, Troggelbecher. Forky, du Ass. Wie geil. Aber wie geil muss das denn jetzt mal ernsthaft so als Spieleentwickler oder Designer sein, so, keine Ahnung, ich brauche irgendwie so einen Füllercharakter, weißt du? Ne? Keine Ahnung, ich nenne ihn, ich habe hier einen Kniffelbecher und da sind Drogen. Und, Entschuldigung, wegen der Blubber komme ich da drauf. Wir nennen ihn Droggelbecher. Und dass sich das dann durchsetzt. Dass die Leute auf sowas Sinnloses abgehen. Hier auch schon wieder. Droggelbecher. Ich glaube, das ist irgendwie witzig. Kann ich mir ziemlich witzig vorstellen. Droggelbecher, Entschuldigung. Ja, genau. Ist ja heiß. Okay, das scheint ein riesen Wortwitz zu sein. Wir werden das mal nachher nachholen. Ich werde auch mal Droggelbecher googeln. Ist ja lustig, ey. Geht's zum Telefon? Oder gehe ich zur Tür? Nee, ich gehe zum Telefon. Wow, hier ist recht viel. Reden wir mal eine Runde. Hallo, Schild. Hast du mir was zu sagen? Wende dich rechts, um zum Telefon zu gelangen. Danke, freundliches Schild. Bitte. Wie kein Bitte. Okay, wir haben Bilder. Hallo, kleiner Vogel. Was bedrückt dich so sehr? Ich will hier raus. Ich kann dich gut verstehen. Ja. Lol, zwei Bilder und eine Bilderwand. Mann, ey. Sprich mit mir, Kunst. Hallo, Edna. Hier spricht die Kunst. Was macht die Kunst Kunst? Konntest du dir das nicht denken? Okay, Flachwitz. Ich finde diese Kunstwerke sehr ansprechend. Wow, Alter. Okay, wir reden nochmal mit Sofa, mit der Lampe und dann kommt das ganze Telefon. Wie geht es dir, Sofa? Ich fühle mich so... nackt. Warum fühlt sich das so vernackt? Achso, ja, die Polster fehlen. Ah, wahrscheinlich soll das heißen, dass das die Polster fehlen, richtig? Geist der Lampe, erfülle mir einen Wunsch. Ich höre. Bewahre den Spieler davor, alle Gegenstände nach versteckten Gags abzusuchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Das wird nicht klappen, ne? Ich warne euch schon vor, das wird nicht mit mir klappen. Könnt ihr knicken. Okay, wir sprechen mit dem Kabel. Diese Leitung ist tot. Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Ich brauche den Hörer. Ernsthaft? Rede mit dem Münztelefon. Münzschacht? Okay, wir müssen mit dem Münzschacht reden. Ah, das Münzschacht. Hey, kriege ich nicht noch Wechselgeld? Nope. Oh, dann habe ich eine Gabel, eine Wählscheibe. Warum ist eigentlich jedes Detail... Keine Chance, es ist kaputt. Nein. Der Hörer fehlt. Nein. Ich muss einfach mit allem Hallo, sprechen. Hallo, Wählscheibe. Bei den letzten Wahlen habe ich für dich gestimmt. Ach, du warst das. Okay, habe ich noch was? Münzschlitz. Okay, wir reden. Ich wollte immer schon mal mit Münzschlitz reden. Echo! 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 Oh! Dieser Münzschlitz funktioniert wie ein Wunschbrunnen. Man darf sich nur was wünschen, wenn man eine Münze reinwirft. Hä? Okay, ich hoffe... Pokis Kommentar mache ich in der nächsten Folge. Ich habe nicht noch eine Minute 30. Ich kann noch Harvey benutzen. Kann ich noch woanders lang? Kann ich was nehmen? Wir versuchen mal was zu nehmen. Nee, ich nehme das mit. Fest an der Wand verschraubt. Okay, aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Schlitzi. Ja. In der Tat, genau. Komm, wir nehmen die Lampe. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Ach, verdammt. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Dann nehme ich die Bilder. Droggelbecher. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen. Droggelbecher. Ohne dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Kann ich das Schild nehmen? Nein. Ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Ja, aber das ist doch gerade der Witz an der Sache. Okay, dann schicke ich Harvey nochmal gerade drauf. Harvey? Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du?
Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Ja, also ich finde auch, Harvey, du könntest da etwas freundlicher drauf reagieren. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Gesicht einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Alles klar, ich hab einen Stift. Stimmt, ich hab den... Oh, benutzen mit Tierbild. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Stimmt, ich konnte ja irgendwie fast als... Oh mein Gott. Edna is the best. Nein, wie geil. Ein schöner Abschluss für die Folge. Sehr schön. Ich habe vorhin vergessen, bei Sieg von Freunden einen Bart dran zu malen. Ach, verdammt. Egal, kriegen wir noch nachgeholt. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.